wollt, warum ich so aussehe, wie ich heute aussehe, dann zieht euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende rein. Denn ich habe heute mit dem lieben Devin die No Arms Challenge durchgeführt. Und er hat erstmal gezeigt, was für ein Schminktalent er ist. Ja. Und ja, bleibt dran, gebt euch, gönnt euch. Ciao! So, ja. Ja, also ich wäre dann soweit. Ja, also als erstes müsst ihr halt, ja, was das, ja, Contouring-Stick nehmen. Damit könnt ihr euch das Gesicht anders formen, wenn ihr wollt. Ihr dreht ihn halt auf. Lässt den Deckel fallen. So. Das ist kein Lippenstift. Ja, nachdem ihr diesen Contouring-Stift. Pinsel auf den Schädel. Schmeckt gut, dieser Stück. Und dann nehmt ihr Puder und fangt an, auch mit dem Puder über die Linien des Contouring Sticks zu gehen, weil nur dann sitzt dieser Contouring Stick wirklich gut und damit könnt ihr diese Konturen auch richtig setzen und mattieren, ohne dass die dann am Laufe des Tages verlaufen. So, der erste Schritt wäre getan. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt nehmt ihr natürlich einen passenden Lippenstift. Dunkel, dunkelrot, passend für den Alltag. Damit könnt ihr auch locker auf die Arbeit gehen. Ist überhaupt nicht so aufdringlich, die Farbe. Wunderschön aus. Ach Mensch, toll. So. Gut, nächster Schritt. Passend zum Lippenstift nehmt ihr natürlich euer Rouge. Das ist eine super tolle, tolle Roséfarbe von Manhattan. Dann natürlich den flachen Pinsel dazu, weil mit dem runden geht das ja so schlecht. Und jetzt fangt ihr an, euch darüber, über die Augen, Nase, Augenbrauen, Haare, einmal quer durchs Gesicht, nur wenn ihr durch das ganze Gesicht fahrt, fängt das natürlich erst an, seine Wirkung zu entfalten. So, Rouge, Lippenstift und Contouring Stick und Puder hätten wir natürlich jetzt gemacht. Kommen wir zu einem weiteren Produkt. Schaue ich einfach mal, was ich noch so da habe. Ein Mattierungspuder, sehr wichtig. Manche Leute neigen nämlich dazu, schnell zu glänzen. Ist ein bisschen schwierig aufzukriegen, muss ich sagen. So, also, das ist ein Mattierungspuder, super Produkt. Dafür nehme ich natürlich auch einen Pinsel, der passend ist. Genau. Und da könnt ihr euch dieses Puder im Gesicht verteilen. Falls ihr dazu neigt zu glänzen, dieses, ja, und auch in die Haare und in den Mund und auch die Zähne und super geil. So, sehe ich nicht toll aus? Ich glänze jetzt überhaupt nicht mehr. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Ein bisschen puppeln muss auch sein, manchmal. Oh je, ja, das habe ich so an mich, die Angewohnheit. Ich bohre so gerne in meinem Ohr und in der Nase rum. So, aber finde ich gut. Muss ja manchmal sein. Das schmeckt richtig lecker, das auch zu essen zwischendurch. Soll auch sehr vitaminreich sein. Hat mir mein Arzt empfohlen. Das ist richtig, das
eine richtige Eiweißquelle, Proteine und für die Haare sehr, sehr gut. Deswegen habe ich so lange Haare bekommen. Ihr müsst immer Popel und Ohrenschmalz essen. Richtig gut. Okay. So. Nachdem ihr Puder und Lippenstift und alles Mögliche aufgetragen habt, müsst ihr natürlich auch den passenden Lidschatten auftragen. Wir nehmen die Farbe Prometheus, dann ein bisschen Aphrodite, wieso nicht, gemischt mit bisschen Merkur und Saturn, ein bisschen Mondschein, alles in einem Mars, dann habt ihr eine... Ich gebe euch einen super geheimen Styling-Tipp. Ihr könnt natürlich auch Lidschatten als Lippenstift und Puder auftragen. Das wissen die wenigsten Leute, aber es kommt super zur Geltung auf eurer Haut. Und mich fragen oft Leute, Mensch, warum hast du so eine tolle Haut? Das liegt daran, dass ich mir Lidschatten auf die Haut auftrage. Ich kann euch das nur empfehlen. So. Ja, ich denke... So, eigentlich haben wir alles geschafft, außer vielleicht jetzt noch die Augen so ein bisschen zu betonen mit so einem Kajal-Liquid-Liner oder so. Ja, der sieht ganz gut aus. Damit könnt ihr euch natürlich auch so ein bisschen nochmal die Augen betonen. Und ja. Oh my goodness. Oh my lord. Oh my gosh. Richtig lecker. Wie gesagt, ich kann nicht aufhören, meinen Ohrenschmalz zu essen. Vorsicht, das ist so ein bisschen flüssig. Oh mein Gott, bitte die Augen treffen, ja? Oh mein Gott. Das müsst ihr natürlich auch schön trocknen lassen. Sieht richtig toll aus, seht ihr das? Wahnsinn, was für ein tolles Make-up das geworden ist. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte ein paar Daumen hoch für dieses Video da. Einen lieben, lieben Dank an den lieben Devin und ja, ich würde euch dringend empfehlen, dieses Tages-Make-up nachzumachen. Damit könnt ihr auch nicht irgendwie eine Falschlandung machen oder ähnliches. So auf die Arbeit zu gehen, ist der Wahnsinn. Ein super Trend. Ich hab euch lieb. Lasst ein Abo da. Däumchen hoch. Bis zum nächsten Mal.